Hallo Freunde und willkommen hier am Mana-Schrein. Das hat mit dieser Folge überhaupt nichts zu tun, aber ich fand es einfach ein schönes Bild für den Anfang der Folge. Wir haben in der letzten Folge unseren Bruder Kalax getroffen und zwar... Hier. Diese Mistsau hat uns in den Hinterhalt gelockt. Das haben wir gleich im Bubble gepetzt. Und der hat gesagt, wir sollen zum Fischerdorf gehen. Ja, das ist eigentlich eine gute Zusammenfassung für die letzte Folge. Schauen wir doch mal, was uns in dieser Folge erwartet. Wir haben auch jede Menge Mana-Tränke gekauft. So, in diesem Fischerdorf hier. Ach, ein Quitter, die habe ich so lange nicht mehr gesehen. Ha, schön. So, und in diesem Fischerdorf hier, wo wir eine der Verbannten gerettet haben, sollen wir etwas über uns herausfinden. Da ist das Dorf, das ich mir für meinen Vater ansehen sollte. Die Luft hier riecht wie... ein vertrauter Geruch. Es erinnert mich an etwas. Das hat er schon mal gesagt, als wir zum ersten Mal hier waren. Früher sehr oft hier. Dieser Weg. Der Strand. Die Hütten. Aber das ist... es muss sehr lange her gewesen sein. Ich war noch ein Kind. Ein Kleinkind vielleicht. Ich habe hier gelebt. Mit meinen Eltern. Es ist verwirrend, aber ich beginne mich zu erinnern. Es war in einer verregneten Nacht. Sie kamen aus dem Norden, mit ihren Waffen aus Licht und Feuer. Die Menschen gerieten in Panik, sie rannten. Jeder versuchte, sich zu verstecken. Wir hörten die Menschen schreien. Der andere Junge neben mir in unserem Versteck. Er hatte genauso viel Angst wie ich. Dann fand uns einer von ihnen und brachte uns in den Norden. Alle anderen waren fort. Was blieb, waren leblose Körper in der Brandung. Es gab nur noch mich und den anderen Jungen. Wie hieß er noch? Dieser fremde Mann nannte mich Jax. Und den anderen Jungen? Kalax. Ich verstehe jetzt. Das ist es, was Valek mir all die Jahre verschwiegen hat. Kalax und ich sind Kinder von Edan. Aber das würde ja bedeuten, dass der alte Mann wird einiges erklären müssen. Eigentlich ganz nett hier. Also, wir sind Menschen. Zu einfach. Wir sind Menschen, die... so, haben die mit uns Experimente durchgeführt? Also wir sind Kinder von Verbannten. Wir sind ein Mensch, wir sind kein reiner Alp. Oh, das ist ja interessant. Und der Vater ist gerade unser Vater, ey. Also der hat jetzt echt einiges zu erklären. Aber erinnert ihr euch, als wir zum ersten Mal hier waren, sagte Jax auch, dass ihm das alles bekannt vorkommt und... ich habe ja den Verdacht geäußert, entweder ist das ein Easter Egg. Corinne ist irgendwie so mit Fischerstadt oder sowas. Oder es wird noch was mit der Handlung zu tun haben und wir werden es später erklärt bekommen. Aber in die Richtung hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Also, wow. Dann schauen wir doch jetzt mal, was der Vater dazu sagt. Und wehe, wenn die Erklärung nicht gut ist. Also der Alp wollte die Kinder nicht töten und hat sie als potenzielle Rekruten mitgenommen. Das würde mich mal interessieren. Hat er das aus dem Gedanken herausgetan? Oh, mit denen können wir experimentieren. Oder wollte er wirklich unsere Leben schonen? Aber ist ja eigentlich egal. Er hat uns aufgezogen und auch jetzt sind wir ihm noch wichtig. Ich war im Fischerdorf in Edan, das du erwähntest. Dann verstehst du jetzt? Ich verstehe, dass Kalax und ich die Söhne von Berserkern sind, nicht deine. Ich verstehe, dass du unsere Eltern getötet
und uns als deine Kinder in den Eispalast verschleppt hast. Was ich aber nicht verstehe ist, warum? Deine Mutter und ich konnten keine Kinder zeugen. Doch ich wollte nachkommen. Ich wollte, dass meine Dynastie die mächtigste aller Alps werden sollte. Und durch meinen Schachzug mit euch war ich am Ende auch erfolgreich. Sieh dir an, was aus euch geworden ist. Ihr seid heute die Speerspitze der Alparmee. Du meinst, wir waren es? Deine Bastarde versuchen sich gerade gegenseitig zu töten. Ja, ich weiß. Einiges ist mir etwas aus den Händen geglitten. So nennst du das? Du Schwein hast unser Leben zerstört. Alp! Wie fühlt sich das für dich an, wenn du mir das alles in deinem aktuellen Zustand erzählst? Die Vergangenheit ist irrelevant. Wenn wir erfolgreich sein wollen, müssen wir weitermachen. Er ist trotzdem unser Vater. Wie fühlt sich das für dich an, wenn du mir das alles in deinem aktuellen Zustand erzählst? Ich bereue nicht, dass ich euch zu großen Männern ausgebildet habe. Ich sehe doch, wen ich da erschaffen habe. Allerdings hätte ich dir das alles schon lange sagen müssen. Vielleicht wären wir dann heute nicht hier, sondern immer noch in den Hallen des Eispalastes. Wie auch immer, das ist es jedenfalls, womit du Kallax anlocken kannst. Niemand im Eispalast wird auf einen Mann hören, dessen Wurzeln beim Erzfeind zu finden sind. Wenn du ihm androhst, das im Eispalast publik zu machen, wirst du seine ungeteilte Aufmerksamkeit haben. Nur Geduld. Der Tag wird kommen, an dem du weißt, an welchem Ort du Kallax stellen kannst. Nicht schlecht. Du weißt, dass ich dich liebe, oder? Ja. Ich wollte es nur noch einmal gesagt haben. Wie geht es dir? Mir geht's gut. Ich hoffe, dir auch. Schade, ich habe auf ein paar aufbauende Worte. Hör auf deine innere Stimme, mein Sohn. Wenn du willst, dass ich... Boah, also das zieht mich jetzt doch ein bisschen runter. Ach, war ja klar, dass wir erst zu Thorald müssen. Boah, Mann. Also dann haben wir uns auch lustigerweise noch genau der Fraktion angeschlossen, wo wir unseren Ursprung haben. Was das jetzt wird mich mal interessieren. Ja, jetzt wird mich ja mal interessieren, ob, wenn wir jetzt ein Outlaw wären oder ein Kleriker, ob da unsere Wurzeln andere wären. Du mal her. Der Reaktor meines Gleiters ist wieder nahezu einsatzbereit. Das ist gut. Wir werden deinen Gleiter noch brauchen. Sagst du mir auch wofür? Er könnte der Schlüssel zum Eispalast sein. Lass ihn ordentlich fit machen. Bis wir soweit sind, muss er voll einsatzbereit sein. Gut. Was kannst du noch vorweisen? Ulbrichts Großoffensive in Ignadon war ein Erfolg. Ha, tatsächlich? Diese verdammten Kleriker und ihr Größenwahn. Wie auch immer, das sind die ersten guten Nachrichten, die mich aus Ignadon erreichen. Nun bin ich offenbar an der Reihe, meinen Beitrag zu leisten. Ich muss meine Arbeit hier beenden, bevor es zu spät ist. In Ordnung. Und weiter? Du hattest recht. Zadom steckt tatsächlich hinter dem Angriff auf meinen Gleiter. Tja, warum bin ich jetzt nicht überrascht? Nun, nachdem du das jetzt weißt, solltest du Zadom nicht zur Rechenschaft ziehen? Er ist verschwunden. Ich fürchte, er wird wieder auftauchen, wenn wir es am wenigsten gebrauchen können. Gibt's da noch etwas?
Statusbericht zu den Konvertern. Es gibt keine aktiven Konverter mehr. Ich habe sie alle deaktiviert. Beeindruckend, wozu du fähig bist. Ich hoffe, dass du dich am Ende auch für die richtige Seite entscheidest und wir uns nicht wieder als Feinde gegenüberstehen werden. Gibt's da noch etwas? Kallax hat mich in seine Falle gelockt. Oh. Glück für dich, dass du es trotzdem überlebt hast. Ich habe das Gefühl, dass jedes Mal, wenn dieses Fenster kommt, das Kollektiv genau weiß, was ich getan habe. Geschafft. Du bist jetzt Elexitor. Ja, endlich. Es ist faszinierend. Ich kann jetzt sehen. Es ist wirklich der einzige Weg, um wahre Effektivität zu erreichen. Jetzt, da ich die Robe trage, ist es für mich noch unverständlicher, dass du dieses Angebot des Meisters ausschlagen konntest. Der Preis ist mir einfach zu hoch. Mein freier Wille gehört mir. Und keiner Maschine oder einem Kollektiv. Aber du hast doch keine Ahnung, was dir entgeht. Man hätte dich dazu zwingen müssen. Wir sind immer noch Individuen. Und so sollte es auch bleiben. Und wenn das Kollektiv der direkte Weg in die nächste Stufe der Evolution ist... Ist er das? Dass du es nicht weißt, obwohl du jetzt ein Teil des Kollektivs bist, sagt mir, dass ich die richtige Entscheidung getroffen habe. Wie kann ein Alp so etwas sagen? Naja, ein richtiger Alp bist du ja ohnehin nie gewesen. Ach ja? Willst du mir damit sagen, ich hätte all die Jahre meine Zeit verschwendet, indem ich unserem Volk und der Direktive gedient habe? Nein, natürlich nicht. Vergiss einfach, was ich sagte. Wir haben noch einige Vorbereitungen für unseren nächsten Einsatz zu treffen. Also lass uns weitermachen. Ja, machen wir weiter. Aha. Ja, aber es wäre besser für unsere Zusammenarbeit, wenn du dich ab jetzt aus meinen Familienangelegenheiten raushältst. Wie du meinst. Du bist ein wahrer Kriegsherr. Deine Taten werden den Menschen unvergesslich bleiben. Ab heute haben wir eine reelle Chance, den Krieg zu gewinnen. Unser vernichtender Sieg über den Hybriden wird glorreich sein. Langsam, Thorald. Wer spricht hier von Vernichtung? Der Hybrid wird sich beugen. Oder seine Tage sind gezählt. So weit sind wir noch nicht. Ich will jetzt erst einmal wissen, was du über den Eispalast weißt. Gut. Gib mir noch einen Moment Zeit. Ich muss erst über ein paar Dinge nachdenken. Dann stelle deine Fragen. Ich werde sehen, ob ich sie beantworten kann. Je näher ich meinem Ziel komme, desto weiter scheine ich mich davon zu entfernen. Was habe ich getan? Ich führe einen offenen Krieg gegen meine eigenen Leute. Mehr noch, ich verbünde mich mit dem Erzfeind, den ich einst bekämpfen sollte. Wie konnte ich so tief fallen? Der Kampf gegen mein innerstes Selbst bringt mich fast um den Verstand. Wer steckt hinter diesem Komplott gegen mich? Gegen mich? Dem einst stärksten und effektivsten Kriegsherrn des Hybriden. Wer am Hofe des Eispalastes hat so großen Einfluss und ist so vermessen, sich gegen den Willen des Hybriden zu stellen? Kallax, die Separatisten, Zadom, vielleicht der erste Elexitor Tarek. Waren es am Ende sogar alle Elexitoren? Weil ich ihnen zu mächtig wurde, niemals einer von ihnen sein wollte? Ich will die Wahrheit. Ich will endlich antworten. Wow, der gute Jax ist ja ziemlich zerrissen mit sich selbst. So, aber vielleicht werden wir jetzt endlich... Wir dürfen bei dem ganzen Wirbel um Xakor nicht vergessen, dass es am Ende um den ganzen Planeten geht. Ja, da hast du recht, Kaya. Es geht um die ganze Welt und um alle, die diese Welt bevölkern. So,
Dann beantworte mir mal meine Fragen. Welche Schwachstellen hat der Eispalast, die die Alps nicht kennen? Bevor wir unsere Trümpfe ausspielen können, müssen vorher noch einige Dinge passieren. Die Armee der Alps versammelt sich gerade an den Grenzen von Xakor. Wenn wir diese Stellungen einzeln ausheben würden, wäre ein Frontalangriff überhaupt erst möglich, um nicht in einen Hinterhalt zu geraten. Und wo wir schon bei Hinterhalt sind. Die Separatisten müssten endlich einmal Farbe bekennen und aktiv eingreifen. Sind sie nun für oder gegen uns? Entweder sie unterstützen uns, oder sie müssen aus dem Weg geräumt werden. Bist du bereit dazu? Sagte ich, du sollst unsere Probleme aufzählen. Erzähl mir endlich etwas, das uns weiterhilft. Unter welchen Umständen wärst du denn bereit, den Separatisten zu vertrauen? Unter welchen Umständen wärst du denn bereit, den Separatisten zu vertrauen? Ganz einfach. Sobald sie anfangen, auf ihre eigenen Leute zu schießen, hätten sie mein Vertrauen. Sagte ich, du sollst unsere Probleme aufzählen? Erzähl mir endlich etwas, das uns weiterhilft. Ist das Eisland sauber, kommt dein Gleiter ins Spiel. Die große Barriere um den Eispalast muss weg. Ein paar gezielte Schüsse mit den Bordkanonen deines Gleiters würden den Barrierengenerator zerstören und der Weg wäre frei. Dazu muss er aber voll einsatzbereit sein. Den Gleiter sollten wir hinbekommen. Doch wie sollen wir die Streitmacht der Alps aus dem Weg räumen? Die größte Schwachstelle der Alps ist das Elex. Wir haben bereits ihren Nachschub abgeschnitten. Jetzt werden wir uns um den Teil kümmern, den sie bereits haben. Wenn ich mit meinem Experiment erfolgreich bin, dann werden die Alps ihre wichtigste Machtquelle verlieren. Du glaubst, man überwindet die große Barriere einfach nur, weil man den Generator beschießt? Und wenn dein Experiment nicht funktioniert? Du planst, den Hybriden mit Mana zu kontaminieren. Du glaubst, man überwindet die große Barriere einfach nur, weil man den Generator beschießt? Eure Generatoren sind alle gleich aufgebaut. Es ist ein Kinderspiel, wenn man mit voller Energie auf die Lüftungslamellen schießt. Wir haben einen ähnlichen Generator bei dem Angriff auf den Konverter hier in Edan lahmgelegt. Ein Schuss mit einer unserer Ballisten reichte völlig aus. Da wird dein Gleiter erst recht damit fertig. Und wenn dein Experiment nicht funktioniert? Dann werden wir nicht umhinkommen, die Alparmeen direkt anzugreifen. Du warst selbst einmal Commander der Alpsoldaten. Also weißt du auch, wie kopflos die Alptruppen sind, wenn ihnen die Führung fehlt. Erledige die Alp-Commander der letzten Stellungen der Alps rund um den Eispalast und sie werden uns nicht mehr am Einmarsch in den Eispalast hindern. Du planst, den Hybriden mit Mana zu kontaminieren? Ja, man muss nur nah genug an ihn herankommen, um es ihm einzuflößen. Dann kennst du den Code des letzten Shots zum Hybriden. Nein, aber du weißt, wer ihn haben könnte, oder? Die Elixitoren. Jeder von ihnen hat freien Zugang zum Hybriden. Ich war nur ein Commander und konnte nur zum Hybriden, wenn er mich rief. Dann geh doch endlich zu Kallax und erledige diesen Mistkerl. Doch vorher quetschst du noch diesen Code aus ihm heraus. Warum glaubst du, sollte ich dich den Hybriden vergiften lassen? Ich werde nicht noch einmal in Kallax' Falle laufen. Du brauchst einen Treffpunkt, der von den Alps nicht so häufig kontrolliert wird. Zardom hat sich doch auch irgendwo versteckt. Wie wär's denn damit? Dann musst du Kallax dazu bringen, allein gegen dich anzutreten. Gut, dann weiß ich jetzt, wie und wo ich Kallax stellen kann. Ich werde ihm eine Nachricht mit meinem Adjutor senden. Ich denke, er wird nicht lange brauchen, um am Treffpunkt zu sein, wenn er sie liest. Beeile dich aber damit, bevor er Dinge in Gang setzt, die wir nicht mehr aufhalten können. Warum glaubst du, sollte ich dich den Hybriden vergiften lassen? Nicht vergiften. Umkehren. Aber bevor wir das klären, wie stehst du eigentlich zu dem Hybriden? Das ist kompliziert. Ach ja. Dann erleuchte mich mal, bevor wir weiterreden. Den Hybriden zu vernichten, scheint mir der einzige Weg zu sein, um diese Welt zu retten.
Wenn es uns gelingt, seine Macht zu nutzen, werden wir alle davon profitieren. Für mich ist der Hybrid immer noch die Krone der Schöpfung, nein. Den Hybriden zu vernichten scheint mir der einzige Weg zu sein, um diese Welt zu retten. Obwohl ich diesen Gedanken nicht gerne ausspreche. Mein ganzes Leben kämpfte ich für ihn. Ich sehe aber, was er mit den Menschen hier draußen macht. Ich verstehe nun, warum sein Weg nicht der richtige sein kann. Wir können gegen ihn wahrscheinlich nicht gewinnen. Dazu ist er schon zu mächtig. Aber wir könnten seine Natur umkehren, um ihn auf den richtigen Weg zu zwingen. Wir dürfen eins nicht außer Acht lassen. Der Hybrid verfolgt einen größeren Plan. Größer als wir alle zusammen. Er weiß Dinge über die Begebenheiten des Universums, von denen wir keine blasse Ahnung haben. Er kennt die Zukunft. Er kennt die Natur des Elex und warum es auf unsere Welt gekommen ist. Das betrifft uns alle. Früher oder später zahlen wir den Preis für die Entscheidungen, die wir in den nächsten Tagen treffen. Wenn das wirklich so ist, dann hoffe ich für uns alle, dass du keinen Mist baust, wenn du erst einmal im Eispalast bist. Also nimm diesen Setzling. Setze ihn dem Hybriden ein, wenn du kannst. Nur so werden wir von der Höllenbrut befreit werden. Wie weit bist du mit deinen Vorbereitungen für dein Elix-Experiment? Ich habe jetzt alles beisammen. Ich habe auch schon den genauen Ablauf geplant. Wenn es klappt, sollte ich theoretisch danach fähig sein, das gesamte Elex der Welt mit einem Schlag umzukehren. Leider glaube ich, dass ich es allein nicht schaffen werde, die dabei nötige magische Energie aufrechtzuerhalten. Was mir fehlt, ist ein starker Magier, der mich unterstützt. Ja, so ein Zufall. Wie wäre es mit Kaya? Sie ist eine sehr mächtige Magierin. Kaya. Sie kämpfte stets gegen unsere Gesetze und hatte oftmals ihre eigenen Vorstellungen, wie die Dinge laufen sollten. Sie ist zwar außerordentlich mutig, aber zuweilen auch sehr naiv. Außerdem ist sie noch sehr jung. Ich weiß nicht, ob sie dem großen Druck des Experiments standhalten wird. Sie ist die beste Option, die wir haben. Dann frag du sie, ob sie bereit wäre dazu. Mein Draht zu ihr war nicht unbedingt der allerbeste. Das fand ich jetzt ziemlich mies. Wie geht es dir? Mir geht's gut. Ich hoffe, dir auch. Thorald braucht deine Hilfe bei seinem Elex-Experiment. Ja, ich hatte schon so etwas befürchtet. Ich meine, wenn seine Theorien stimmen, könnte es den Alps mit einem Schlag die Kampfkraft nehmen. Grund genug, es zu versuchen. Sag Thorald, ich werde da sein, wenn er das Experiment startet. Puh, dankeschön. Wieso muss ich eigentlich zwischen euch vermitteln? Ich meine, das sitzt er. Und da steht sie. Warum musste ich... Ach, okay. Kaya hat sich bereit erklärt, dich bei deinem Experiment zu unterstützen. Das klingt gut. Wann kann ich damit rechnen? Das hängt von dir ab. In Ordnung. Wie steht es denn um deine mentale Verfassung? So etwas Großes habe ich noch nie versucht. Doch ich glaube daran, dass wir es schaffen können. Gut. Dann lass uns keine Zeit mehr verschwenden. Es ist alles bereit. Wir könnten sofort beginnen. Dann beginne jetzt mit dem Experiment. So sei es. Ach ja, und du hältst dich besser im Hintergrund. Es könnte gefährlich werden. Oha. Ah ja. Nein. Du verdammtes Zadom. Es ist vorbei. Ich bin gescheitert. Ich dachte, ich hätte alles bedacht,
und habe doch eine Sache übersehen. Der Einfluss von außen. Ich war einfach zu verblendet, um es zu sehen. Nun ist es zu spät. Ich brauche Wochen, um einen neuen Start zu versuchen. Zardom war zur richtigen Zeit am falschen Ort. Er störte unser magisches Gefüge, sodass wir die Balance verloren. Dieser Mistkerl. Kaya ist verschwunden. Ja, Zardom hat sie mitgenommen. Er wird versuchen, ihre Kräfte für seine eigene Sache zu nutzen. Ich habe gesehen, wozu Kaya fähig ist. Sie ist mächtiger, als ich gedacht habe. Eine Magierin mit solch großen Fähigkeiten würde Zardom bei seiner Sache helfen. Er hat nur auf den richtigen Moment gewartet, wo sie geschwächt ist, damit er sie in seine Gewalt bringen kann. Du hast recht. Darum hat er auch darauf bestanden, dass ich nach ihr suche und sie zu meiner Kampfgefährtin mache. Wohin könnte Zardom Kaya verschleppt haben? Er wird irgendwann nach Xarkor gehen, um sich den Platz des ersten Elexitors zu holen. Wenn du weißt, wo er sein Versteck hat, weißt du vermutlich auch, wo er Kaya versteckt hält. Was wäre, wenn Zardom gar nicht für das Scheitern deines Experiments verantwortlich ist? Ich habe sonst keine andere Erklärung dafür. Es sei denn? Das Elex selbst wehrt sich gegen die vollständige Umwandlung. Doch das halte ich für unwahrscheinlich. Warum? Das würde ja bedeuten, dass es denkt und eine Absicht verfolgt. Das hieße, dass es sein eigenes Schicksal selbst bestimmt. Ich weigere mich, das zu glauben nach allem, was ich über das Elex je gelernt habe. Es ist wahr. Kaya hat mit dem Elex gesprochen. Wie bitte? Was soll das denn heißen? Elex hat eine Art Bewusstsein und einen eigenen Willen. Kaya scheint ein Medium zu sein. Das Elex hat sich ihr offenbart. Wir wären gut beraten, wenn wir mehr darüber in Erfahrung bringen. Unsinn! Ich habe die Natur des Elex mehr als gründlich studiert. Was du da behauptest, ist unmöglich. Du bist lediglich Kayas weiblichen Reizen verfallen. Das ist alles. Doch ich gebe nichts auf das Gewäsch dieses Weibes. Du solltest das auch nicht. Und nun Schluss damit. Ich will kein Wort mehr darüber hören. Was wirst du nun tun? Was mir noch bleibt, sind meine Krieger und meine eigene Kampfkraft. Ich werde bis auf den letzten Tropfen Blut gegen den Hybriden und seine Brut kämpfen. Wir werden uns in Xarkor wiedersehen. Du selbst sagtest, wir kämpfen für dieselbe Sache. Und du wirst dich um den Hybriden kümmern, wenn es soweit ist. Darum wirst du auf mich und meine Männer zählen können. Wir sehen uns auf dem Schlachtfeld. Möge unser Kampf siegreich sein, mein Freund. Oh Gott. Kaya, nein! Dieser Mistkerl Zardom. Wenn ich rausfinde, wo du bist. Ach, guck mal da. Genau dort, wo ich den Bruder hinlocken will. Oh, Zardom. Das ist eine Sache zwischen dir und mir. Ich weiß, dass du hier bist. Zeige dich endlich, damit wir es zu Ende bringen können. Du stehst da unten wie auf dem Präsentierteller. Wo ist deine strategische Raffinesse geblieben, die dich so mächtig gemacht hatte? Wie verwundbar dich doch deine Gefühle gemacht haben. Wie berechenbar ist dein Erscheinen hier an dem Ort. Ein Wort von mir und du bist hier. So, du kennst also unsere gemeinsame Vergangenheit. Vardek hätte besser schweigen sollen. Das ist nur noch ein weiterer Grund, dich aus dem Weg räumen zu müssen. Die Gelegenheit werde ich dir noch früh genug geben, Bruder. Beantworte mir meine Fragen, bevor du deine Pflichten erledigst. Du hast Fragen? Das ist ebenfalls etwas Neues an dir.
Auch eine der Nebenwirkungen deines Lebens als Landstreicher in den Ländern der freien Menschen. Aber wie du willst, stelle deine Fragen. Du wirst nicht mehr viel Zeit haben, um einen Nutzen aus ihnen zu ziehen. Was genau sollte das heißen? Ich bin schon lange Teil des Elexitoren-Kollektivs. Wie lautet der Code für das letzte Schott des Hybriden? Wie lange weißt du schon, dass wir Kinder von Berserkern sind? Was genau sollte das heißen? Ich sei schon lange Teil des Elexitoren-Kollektivs. Wie du weißt, wird jedem von uns, der vom Vollkommenen zum Elexitor gewählt wird, ein Biokernchip eingesetzt, um seine Effektivität zu maximieren. Das geschieht, bevor noch die eigentliche Beförderung vollzogen wird, ohne das Wissen des Erwählten. Auf diesem Wege testet der Vollkommene die Würdigkeit des Betreffenden. Dir hat man schon viele Wochen, bevor man dir die Robe anbot, einen solchen Chip implantiert. Unsinn, ich habe immer noch meinen freien Willen. Unsinn. Ich habe immer noch meinen freien Willen. Ich hätte es gemerkt, wenn der Hybrid versucht hätte, mir Befehle zu erteilen. Glaub mir, der Vollkommene hat es mehr als einmal versucht. Doch bei deiner Exekution muss der Biokern des Chips abgestorben sein. Er hat nur noch bedingt Kontrolle über dein Handeln. Darum bist du zum unkalkulierbaren Risiko geworden. Wie lange weißt du schon, dass wir die Kinder von Berserkern sind? Du warst damals noch zu klein, um dich daran zu erinnern. Ich allerdings habe noch die Gesichter meiner Eltern vor Augen. Eine Vergangenheit, die aber heute keine Bedeutung mehr hat. Irgendwas stimmt nicht mit dem Hybriden. Das ist so offensichtlich, dass selbst du das einsehen musst. Du bist mein Bruder, auch wenn es nur eine Lüge ist, haben wir doch ein ganzes Leben zusammen verbracht. Gibt es nichts mehr, das dich mit deiner Vergangenheit verbindet? Du bist mein Bruder. Auch wenn es nur eine Lüge ist, haben wir doch ein ganzes Leben zusammen verbracht. Versuchst du etwa eine emotionale Reaktion zu provozieren? Dir sollte doch klar sein, dass du damit rein gar nichts bei mir bewirkst. Niemand kontrolliert mich. Sag nicht, dir ist noch nie das Flimmern vor deinen Augen aufgefallen, wenn du seine Order empfängst. Ich wusste es. Okay. Jetzt, wo du es sagst. Es ist nicht viel, was er dir befehlen kann, und er dringt auch nur selten zu dir durch. Aber immer noch genug, dass du die freien Menschen nicht vor ihrer Bestimmung, die der Vollkommene ihnen zuteilt, abhalten wirst. Wie lautet der Code für das letzte Schott des Hybriden? Du bist kein Elexitor. Es steht dir nicht zu, ihn zu kennen. Darum werde ich ihn dir auch nicht verraten. Dann probieren wir es mal so. Man sagt, der Code sei der Name des Vollkommenen. Zugegeben, es ist nur ein Gerücht, das sich hartnäckig am Hofe des Eispalastes hält. Doch wenn das wahr ist, dann frage ich mich, wofür braucht ein so perfektes Wesen wie der Hybrid einen Namen? Namen sind nicht mehr als Identifikationscodes. Aber warum hält der Hybrid an diesem einen Namen so fest, dass er damit sein letztes Schott versiegelt? Irrelevante Frage. Tatsächlich? Es ist die größte Sicherheitslücke im ganzen Eispalast. Und du weißt das. Jeden, der unrechtmäßig an diesen Code gekommen ist in der Vergangenheit, haben wir exekutiert, weil er es so wollte. Alles, was ich jemals von diesen Delinquenten erfahren habe, ist, dass der Name mit dem Kürzel DACD zu tun hat. Dann weißt du schon zu viel. Warum ändert der Hybrid diesen Code dann nicht einfach? Irrelevant. Komm schon. Hast du dich nie gefragt, warum er den alten Code immer noch beibehält? Es gibt aus meiner Sicht nur zwei Gründe dafür. Er behält diesen Code aus sentimentalen Gründen, was für den Hybriden höchst unwahrscheinlich zu sein scheint. Oder er kann ihn nicht ändern, ohne dass er sein System rebooten muss und er dabei irreparablen Schaden nimmt. Das ist nur wieder ein Ergebnis deines Gefühlschaos. Nein. Das war der Grund, warum ich mich damals nicht bedingungslos in die Hände des Hybriden geben wollte. Darum entsagte ich ihm die Gefolgschaft als Elexitor. Du kannst damit aufhören. Von mir wirst du nichts erfahren. Im Gegensatz zu dir habe ich den letzten Schritt getan. Und es war die einzig richtige Entscheidung. Nichts von all dem hat wirklich Relevanz. Es ist Zeitverschwendung, dir noch weiter zuzuhören. Ich werde das hier jetzt beenden. Du hast deine Chance gehabt, doch du hast sie verstreichen lassen.
Du gehörst mir. Komm. Beenden wir es, Bruder. So wie ich vermutet hatte. DACD ist also ein Teil des Codes zum letzten Schritt des Übrigen. Kallax hat es mir bestätigt. Wenn auch unabsichtlich. Ich sollte Harley davon berichten. Mit diesem Anhaltspunkt ist es diesem Technikgenie vielleicht möglich, den Code zu knacken. Irgendwas ist faul am Eispalast. Und ich werde herausfinden, was es ist. So. Aber jetzt versuchen wir auch noch Kaya zu retten. Oh oh. Irgendwie habe ich schon geahnt, dass du hier bist. Oh, es ist schlimm. Ein furchtbarer Ort. Wo sind wir hier? In Sadoms Unterschlupf, im Grenzgebiet zwischen Abessa und Sarkor. Wo ist er? Wo ist Sadom? Ich weiß es nicht. Er war schon lange nicht mehr hier. Er hat dich offenbar auf seinem Weg zum Eispalast hier abgesetzt. Dieser Mistkerl. Er hat kein einziges Wort mit mir geredet. Er hat mich paralysiert und hier zurückgelassen. Warum hat er mich nicht einfach getötet? Ich schätze, er wollte sich deine Kraft zunutze machen. Du solltest ihm bei seinem Vorhaben helfen, ihm seinen Platz im Eispalast zurückzuholen. Tja, du warst ihm wohl zu stark. Er konnte dich nicht kontrollieren. Ha, das ist nun vorbei. Ich bin noch da. Und noch einmal werde ich mich nicht überrumpeln lassen. Danke, dass du nach mir gesucht hast. Lass uns jetzt weitermachen und diesen Mist hier vergessen, okay? Wie geht es dir? Mir geht's gut. Ich hoffe, dir auch. Mitkommen. Na gut. Gefährliche Gegend. Das kommt jetzt so ein bisschen überraschend, ehrlich gesagt. Ich glaube, wenn wir genug Kälte gehabt hätten, hätten wir Kallax retten können, aber so... Nun ja. Es fühlt sich nicht richtig an, da bin ich jetzt ganz ehrlich. Also es geht mir jetzt schon ein bisschen nahe, dass wir unseren Bruder töten mussten. Aber gut. Sehen wir mal, was die nächsten Folgen bringen. Das war wieder eine bisschen längere Folge. Ich hoffe, ihr verkraftet das nicht, dass es zu viel Elix wird. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und dann gucken wir mal, was wir so machen, um dem Hybriden in den Arsch zu treten. Bis dann. Ciao.